Cam. Ilka Semmler nach dem Sieg gegen Tschechien. Wir lassen es uns schmecken. Aber kannst du bitte auch mal dein Essen filmen, Andi? Mein Essen? Dein Essen. Das gönnt sich unser Coach. Nicht nur ein Kaffee. Ja, ein gutes Steak ist doch was Feines, oder? Nee, es ist ein bisschen kalt draußen, deswegen müssen wir uns hier mit gutem Kaffee und guten Speisen ein wenig erwärmen, innerlich. Wer ist denn hier eigentlich hier die nette Dame? Ja, introducing. Klar, ist unsere Homepage, ne? Das, meinst. Das ist jetzt auf eurer Homepage. Ich bin Renate und esse den Crepe mit. Renate ist die. Der Engel in unserem Team, der uns jeden Morgen wieder aufrecht aufs Spielfeld setzt. Ich versuch's zumindest. Hast du auch einen ordentlichen Beruf gelernt, Renate, oder bist du Engel? Ja doch, ich habe mal die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht. Sehr gut. Hallo. Hallo, guten Morgen in Moskau. Es ist Samstag, der 12. Juni und wir haben 9:30 Uhr, die Sonne scheint, das Wetter ist heute zum ersten Mal so richtig toll, warm. Wie ihr seht im Hintergrund wunderschöne russische Architektur. Etwas weiter rechts die Side Court, wo wir auch gleich spielen werden. Wir stehen auf einer Lounge und dahinter der Center Court, da durften wir auch einmal spielen, leider nicht so erfolgreich. Aber ja, wir wollten euch nur mal einen kurzen Überblick verschaffen, wie es denn hier so aussieht und zeigen, dass das Wetter auch in Russland schön sein kann. Und ja, jetzt heißt es Daumen drücken fürs Achtelfinale und dann schauen wir, was da rauskommt. Tschüss! Spassiba! Spassiba! Warm-up-Court vorm Achtelfinale. Impressionen aus dem Restaurant im Corsten Hotel. Ein bisschen vom Phantasialand. Good impression. Who is this girl? Two times European champion. Two times? Four. Come on, Vicky, say hello to your friends in Germany. Hello, my friends!